Warum nicht? Komm rein, die Tür ist offen. Ja, was? Hallo. Magst du Hausschlapfen haben? Scheiße, was? Schön, dass du es da. Frohes bei mir daheim. Was ist das für ein Kinderschockspiel? Entschuldige, das antwortet noch immer mein Nachbar seit über 3 Monaten. Er hat gemeint, er braucht es zum Üben. Okay. Hast du vielleicht ein Bier für mich? Es ist 3 am Nachmittag. Eben. Brauchst du auch ein Glas? Na gut. Dann auf ein faires und spannendes Spiel, hätte ich gesagt. Ja, bitte, das wäre nett. Der für Schwarze. Kannst, wie du willst. Sicher. Darfst du aufhängen? Danke. Kannst du bitte die Zigarette ausmachen? Danke. Zufrieden? Und du magst Pferd? Nö, ich mag eigentlich gar keine Pferde. Und wie schaut's mit Katzen aus? Katzen? Ich habe eine Katzenallergie. Ah, okay. Na ja, das kannst du nicht machen. Doch, kann ich. Solltest du aber nicht. Tu ich aber. Arschloch. Vielleicht, ich habe trotzdem gewonnen. Na gut, mich freut's eh nicht mehr wirklich. Außerdem, ich muss eh schon wieder los, gell? Man sollte eh aufhören, wenn es am schönsten ist. Und vergiss das Schachbrettspiel nicht. Du hast mit deinen anderen zahlreichen Freunden lang genug Zeit gehabt, um zu üben. Ja. Ich hoffe, ich kann ja auch einen Freund mit dir spielen können. Wundert mich nicht. Na gut. Bis nächste Woche dann. Vergiss das Schachbrettspiel nicht.